Hallo zusammen, ich bin hier im regnerischen Stuttgart und möchte mal ein bisschen über Dankbarkeit reden. Das ist so ein Begriff, den benutzt man ja relativ häufig in der Spiritualität oder wenn man sagt, ja, du musst mal die Welt positiver sehen, führe mal ein Dankbarkeitsjournal oder sei jeden Morgen dankbar, dass du aufgestanden bist, dass du ein Dach über dem Kopf hast und so weiter. Das sind aber Dinge, die können helfen, aber die kommen nicht aus der Tiefe heraus. Und ich glaube, um wirklich den Wert der Dankbarkeit oder um diese Übung wirklich verstehen zu können, muss man einmal erlebt haben, wie es ist, diese Dinge, die man als selbstverständlich betrachtet, nicht mehr zu haben. Das heißt, man muss einmal erlebt haben, und es muss nicht aus dem Zwang heraus sein. Das muss jetzt nicht sein, dass es ein Erdbeben gibt und das Haus einstürzt und man jetzt mal ein paar Wochen obdachlos ist, um dann wieder schätzen zu lernen, wie schön es ist, ein Dach über dem Kopf zu haben und eine Heizung und eine Dusche. Sondern das kann auch sein, dass das Leben einem Impulse und Signale schickt, wo man erstmal denkt, ja, das sind Impulse, denen gehe ich jetzt nach. Ich habe Lust, das fühlt sich nach Veränderung an. Und dann schickt einen das in eine Situation hinein, also völlig ungezwungen, proaktiv aus dem eigenen Willen heraus, schickt einen das dann in eine Situation hinein, wo man dann plötzlich merkt, oh, ich bin so dankbar, dass ich, jetzt habe ich das nicht mehr, was ich hatte, aus eigenen Stücken wollte ich das so, und plötzlich merkt man, oh, da ist irgendwas fehlt. Und plötzlich merkt man, wie wertvoll eigentlich das Leben davor war und wie wenig man es wertgeschätzt hat. Und dann hat man ein tiefes Verständnis für Dankbarkeit. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich wollte in meinen Camper ziehen. Ich wollte aus der Wohnung heraus, in meinen Camper umziehen. Und für mich war das ein Gedanke, der war stimmig, der war toll, der hat mit Freiheit zu tun gehabt. Und am Ende, als ich dann im Camper war, habe ich gemerkt, wie sehr ich dieses Leben eben nicht möchte. Und dann war ich plötzlich dankbar für das Leben, wo ich wieder zurückkehren konnte. Ja? Und das sind die Dinge, die sind ungefährlich. Wenn jetzt das Haus vom Erdbeben zerstört wird, dann ist man gezwungen, dann kann man nicht einfach zurück. Da kann man nicht sagen, nö, ich höre jetzt auf. Deswegen gibt uns das Leben sozusagen die Möglichkeit, diese Erfahrungen in einem ungefährlichen Rahmen, ja, so wie die Kinder spielen, um das wahre Leben auszutesten, so bietet uns manchmal ein Impuls oder eine Veränderung auch die Möglichkeit zu erkennen, nein, das ist es eben nicht, was ich will. Denn in der spirituellen Szene wird immer gesagt, ja, diese Impulse, da muss man folgen und das ist genau der Weg, den man gehen muss. Nein, es ist auch manchmal ein Impuls, der einem nur zeigt, was man nicht möchte, um wieder wertzuschätzen, was man hat. Und diese Wertschätzung, die ist so, so, so wichtig. Und dann weiß man auch wirklich, was Dankbarkeit bedeutet. Ja, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, der Zufriedenheit, des Ausgeglichenseins, des Bekannten, des, ja, also einfach eines Vertrauten. Und dazu muss man aber erstmal ins Vertrauen gehen, um aus dem Vertrauen rauszugehen, weil man das Gefühl hat, man steckt fest, um dann wieder zu erkennen, dass das, was man hatte, das ist, wo die Stabilität im Hintergrund ist, woraus man dann wirklich sich verändern kann. Und dann irgendwann kommt ein Impuls und man verändert sich und dann bleibt man da. Dann ist das eine Veränderung, die man nicht mehr rückgängig macht. Aber ich musste lernen, dass Veränderungen tatsächlich auch manchmal nur dir zeigen wollen, nein, so nicht. Ja, das war so eine Allüre, ein kleines Intermezzo mit großer Einsicht sozusagen. Und das passiert manchmal und man darf auch dann sich trauen zu sagen, nein, ich war mal in Spanien mit dem Flugzeug an einem Urlaubsort, wo ich früher immer mit meiner Familie Urlaub gemacht hatte. Und ich dachte, ich will dahin diese Kindheitserinnerungen wieder erleben und das nochmal Revue passieren lassen. Und als ich dort war, hat mich nichts mehr an früher erinnert. Und ich habe am nächsten Tag den Flieger wieder zurückgenommen. Und
den Mut haben zu sagen, nein, das ist es nicht, ich gehe jetzt zurück. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich erstmal den Schritt tun, denn ohne die Erfahrung lernt man nichts. Das Gehirn, der Verstand kann so viel durchdenken, er wird niemals rausfinden, ob es wirklich das ist, was zu einem passt. Man muss es tun. Und wenn man es getan hat, kann man entweder sagen, es ist stimmig, ja. Und wenn es nicht stimmig ist, natürlich nicht sofort, sondern man lässt sich dann ein paar Tage Zeit, man fühlt nochmal in sich herein. Und wenn es nicht stimmig ist, dann macht man es rückgängig und geht mit mehr Dankbarkeit, mit mehr Einsicht in die alte Situation zurück. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.